Hallo zusammen, ich hier ist wieder Otla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um den zweiten Teil des Achievements Jünger der Demut. Im ersten Teil haben wir uns alle 10 Kämpfe mit Pelagos angeguckt, hier im Zusatzfeature der Kyriana Pfad des Aufstiegs. Und jetzt wollen wir uns die weiteren 10 Kämpfe mit Claire angucken. Natürlich alle auf der höchsten Schwierigkeitsstufe auf Demut. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt und Pelagos noch braucht, schaut da am besten mal rein. Die Pelagos-Kämpfe sind die einfachsten. Wir haben aber dann auch gleich noch zusätzlich ein anderes Achievement bei Pelagos mitgenommen. Und zwar, dass wir keine Verstärkungsbuffs benutzen dürfen. Also hier Meister des Pfades, heißt weder Amulette noch Kohlenpfannen aktivieren. Bei den anderen Kämpfen, die wir jetzt machen werden mit Claire, werden wir sowohl die Amulette zum Teil zumindest benutzen, als auch dann dementsprechend die Kohlenpfannen. So, als allererstes schauen wir uns an, was es denn hier an Verstärkungen gibt, bevor wir einsteigen. Und zwar, es gibt insgesamt 5 Amulette. Ich habe die auch hier schon im Inventar liegen. Die können wir uns alle hier bei dem NPC craften. Und dort ist es so, dass ihr die ja im Laufe der Quest freischaltet. Die dürftet ihr sowieso freigeschalten haben, wenn ihr die Demut-Kämpfe spielen wollt, denn auf dem Weg dorthin bekommt ihr die ja alle freigeschalten. Wir haben einmal ein Amulett der Hartnäckigkeit. Das reckt quasi dann alle 5 Sekunden 1% Leben. Ist sehr praktisch, würde ich bei den meisten Kämpfen tatsächlich empfehlen. Dann haben wir ein Amulett der Schnelligkeit, da haben wir ein bisschen mehr Movement Speed. Dann haben wir hier Amulett der Seelenstärke, da haben wir einfach flat 10% mehr Life. Ist jetzt nicht so stark tatsächlich. Dann haben wir Amulett des Zwietrachts, damit können wir noch ein bisschen mehr drauf Damage, haben wir Zusatzangriffe. Und dann haben wir ein sehr starkes Amulett, Amulett des Fokus. Und zwar regenerieren wir dann alle 5 Sekunden unsere Ressourcen hoch. Und das ist sowohl bei Claire als auch bei Mechanikos bei den meisten Kämpfen ein sehr, sehr starker Support. Genau, also die können wir uns hier herstellen. Übrigens ist es so, wenn ihr die einsetzt und dann den Kampf beginnt, also ich setze die jetzt mal ein, ich muss da drin sein, sonst kann ich sie nicht einsetzen. Ah ja, okay, ich habe die noch nie draußen eingesetzt. Wenn wir die einsetzen, dann ist es quasi so, dass die aufgebraucht werden. Und wenn die dann aufgebraucht sind, haben wir leider das Problem und ihr einen Kampf gemacht habt und den gewonnen oder verloren habt, sind die weg. Also die halten immer nur einen Kampf. Für die braucht ihr natürlich die Ressourcen, die man sammeln kann. Hier unten habe ich ja noch ein paar rumliegen und dementsprechend wird das schon ganz schön teuer, wenn man bei jedem Kampf alle Amulette reinhaut. Das würde ich euch nicht raten, außer ihr habt natürlich ewig viele Ressourcen rumliegen. Oder ihr habt sehr, sehr viele von den Medaillons bei dem Händler 1 weiter. Moment, das kann ich euch noch kurz zeigen, bevor wir jetzt hier einsteigen. Ich habe mitgekriegt, dass einige das nicht wissen. Es gibt einen Händler, wo man die Medaillons umtauschen kann gegen die Ressourcen. Das werden wir jetzt einmal kurz machen, dass ihr das seht. Und dann könnt ihr euch relativ viele Medaillons craften, wenn ihr denn, beziehungsweise ja, relativ viele Amulette craften, wenn ihr denn viele Medaillons habt. Genau, hier haben wir es. Medaillon des Dienstes kostet diese Kiste insgesamt 5 Stück. Die können wir uns einmal kaufen. Und dann können wir jetzt hier auch mal reingucken, wenn ich die aufmache. Seht ihr, ich krieg 19, 19, 17, 19. Also knapp fast 20 von jeder Ressource. Und damit kann man schon ein bisschen was craften. Ne? Heißt, wenn ihr da viele Medaillons habt, dann könnt ihr auf jeden Fall einige von den Amuletten basteln. Sonst müsst ihr halt das Zeug farmen. Genau. So, jetzt gucken wir mal rein in die Arena. Und zwar werden wir uns jetzt nach und nach alle Kämpfe angucken. Ich werde euch am Anfang immer was erklären und dann lasse ich den Kampf halt so ein bisschen weiterlaufen. Ein paar Tipps aber, bevor wir das machen noch. Erstmal, wir haben hier 2 Kohlenpfannen. Wenn ihr die für Pelagos ausgeschaltet habt, dann schaltet ihr am besten jetzt wieder an. Einfach einmal draufklicken. Und wenn ihr dann nämlich hier in so eine Gestalt reingeht, also jetzt hier in dem Fall in Claire, kriegt ihr halt noch zusätzliche Buffs. Wir kriegen ein bisschen mehr Schaden hier und mehr Gesundheit, das macht schon Sinn. Also das mitzunehmen ist auf jeden Fall gut. Dann können wir hier, wie ihr seht, die Amulette reinhauen. Die sind wie gesagt weg, wenn ihr einmal einen Kampf beendet habt, egal ob ihr ihn geschafft habt oder ob ihr ihn nicht geschafft habt. Heißt, ihr solltet ein bisschen sparsam tatsächlich mit den Dingern umgehen und nur bei den Kämpfen die Teile reinhauen, wo ihr es wirklich braucht. Dann ein kleiner Tipp für Claire im Speziellen. Bevor ihr in den Kampf startet, macht es am besten so, dass ihr hier am Anfang an diese Mobs rangeht, dann hier einfach ein bisschen drauf DPS, also einfach ein paar Spells, am besten schaut, dass ihr mit allen in Combat kommt und dann, seht ihr, die Energie tickt hier weiter hoch.
Dann setzt ihr... Achso, ich muss einen Boss auswählen. Ja gut, das war jetzt nichts. Also wir wählen jetzt irgendeinen Boss hier aus, von mir aus Demutstufe, und wählen irgendeine Waffe, irgendein Waffending aus. Dann machen wir das hier nochmal. Sonst geht das nicht. Also wir hauen hier einfach ein bisschen rein, dass wir mit allen dementsprechend in Combat kommen. Und jetzt läuten wir die Glocke, beginnen den Kampf. Das können wir einmal skippen. Und ihr seht, bevor der Kampf losgeht, die Energie tickt hoch. In der Demut-Stufe ist es ja so, dass wir einen Enrage-Timer haben. Und wenn wir im Enrage sind, wird es schon eklig, würde ich mal behaupten. Die Bosse machen dann x100% mehr Damage. Und dementsprechend sollte man die halt vor dem Enrage umhauen. Wenn ihr hier vor dem Kampf komplett eure Energieleiste hochticken lasst, könnt ihr sofort mit eurem Ulti beginnen, richtig rein DPSen, und das hilft euch extrem. Also das könnt ihr bei jedem Kampf machen. Ich habe das tatsächlich erst nach ein paar Kämpfen gecheckt und ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen. Heißt, die ersten einfacheren Fights habe ich noch ohne den Trick gemacht, aber ja, ein paar spätere haben wir dann ein bisschen getrickst. Ich habe auch noch ein paar andere Tricks mir aus verschiedensten Quellen zusammengesucht. Dementsprechend ist mir nicht alles selbst eingefallen. Teilweise aus WoW-Head-Kommentaren rausgesucht, und da werden wir auch den ein oder anderen Kampf ein bisschen cheesen. Gut, soweit jetzt zu dem Vorgeplänkel. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns jeden Kampf nacheinander an. Ich erzähle euch immer so ein bisschen, was wichtig bei dem Kampf ist, und dann lassen wir das Video einfach weiterlaufen. Ihr könnt dann auch weiter skippen, falls der Kampf euch dementsprechend dann zu einfach ist. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den ersten Kampf an. Wir wählen natürlich hier einmal Claire aus und dann können wir Kalasthene mitnehmen. Das ist gleich die erste hier. Und jetzt können wir am besten einmal die Fußpolster des Herolds auswählen. Das sind die Schuhe, wo wir ein bisschen ja, die Roots brechen können, beziehungsweise ein bisschen Abstand zwischen uns und dem Boss bringen. Dann schauen wir mal in den Kampf rein, und zwar würde ich sagen, gucken wir uns als erstes mal die Fähigkeiten an. Wir haben einmal den Aszendenzstoß, da machen wir einfach ein bisschen Schaden nach vorne. Wenn der Mob mittig getroffen wird, machen wir doppelten Schaden, und außenrum gibt es dann noch ein bisschen E-Cleave. Hier natürlich aus den Speeren müssen wir immer rausgehen, die ziehen uns auch ein bisschen ran. Wenn der Boss hier so diesen Cast macht, um ranzuspringen, da solltet ihr natürlich auch rausgehen. Und sonst ziehen wir einfach immer mit dem Aszendenzstoß durch. Der macht übrigens doppelten Schaden, wenn wir die vierte Fähigkeit aktivieren, diesen Archon-Segen. Das ist so ein HCD, wo man quasi dann richtig raus DPSen kann. Hätten wir am Anfang den Trick aktiviert, dass wir die volle Energie uns geholt hätten, dann hätten wir direkt mit dem anfangen können und wesentlich mehr damagen, aber habe ich jetzt am Anfang hier bei den ersten Kämpfen tatsächlich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ihr seht, jetzt haben wir hier drei Speere. Jetzt setzen wir nämlich unseren Special Ability ein, diese Fußpolster. Und mit diesen Fußpolstern können wir dementsprechend die Roots brechen. Und wenn wir die Roots gebrochen haben, haben wir die Möglichkeit wegzulaufen. Denn wenn wir drei Speere abbekommen haben und wir quasi angekettet sind, ihr könnt die auch nicht dodgen oder irgendwie, also ihr bekommt die immer ab, dann könnt ihr gar nicht mehr moven. Und dann haben wir hier in der Zwischenphase das Problem, dass wir dementsprechend nicht mehr aus dem Zeug rauslaufen könnt. Übrigens, kleine Randinformation, die vierte Fähigkeit, Glaubenssprung, die ein bisschen Schaden verursacht und den Gegner 10 Sekunden lang 50% slowt, die kann diese Roots auch brechen. Das wusste ich bei dem Kampf hier nicht, deswegen habe ich die Schuhe hier genommen am Anfang. Man könnte hier auch irgendeine andere Fähigkeit benutzen, die Heilung zum Beispiel, und dementsprechend mit dem Glaubenssprung diesen Root brechen, ist aber hier nicht relevant, weil der Boss relativ einfach ist. Schauen wir uns vielleicht noch die zweite Fähigkeit an, einschneidende Erkenntnis. Bei dem handelt es sich einfach um eine Fähigkeit, die 15 Sekunden lang uns einen Buff gibt, und jeder Angriff, den wir kriegen, löst einen Vergeltungsschlag aus, also haben wir einfach noch ein bisschen Zusatzdamage. Auch den können wir mit dem Archon-Segen ein bisschen verstärken, und zwar, wenn Archon-Segen aktiv ist, tötet der die Aktivierung dieser Fähigkeit stattdessen alle normalen Gegner in der Nähe und gewährt euch pro getötetem Gegner 10% Crit. Das ist bei anderen Bossen sehr praktisch, wo viele kleine Mobs gespawnt werden, die ihr dann instant wegratzen könnt. Erstmal sind die Mobs dann weg, und ihr habt dann halt noch die zusätzlichen Bonus, dass ihr dementsprechend einen Crit-Buff stacken könnt. Also ihr könnt das dann auch sehr offensiv einsetzen. Und ihr seht hier, der Kampf war sehr einfach. Wir haben die meisten Sachen tatsächlich nicht nutzen müssen. Dementsprechend viele gibt es hier nicht zu beachten. Dann kommen wir zum zweiten Kampf, und zwar haben wir wieder Claire ausgewählt, und jetzt schauen wir uns Echtra an, wieder hier auf der Demut-Stufe, und wir wählen diesmal einmal den Ring des Schutzes aus, und dann würde ich sagen, starten wir den Kampf.
Und ihr seht schon, ich lasse am Anfang hier die Energie erstmal ein bisschen hochstecken, dass ich auf 100 bin, bevor ich starte. Das habe ich ja damit gemacht, dass ich am Anfang die Viecher gehittet habe oder die Attrappen. Dann haue ich ein paar Hits drauf, haue meine Sonderfähigkeit raus, also sprich hier diesen Archon-Segen, lass die Viecher spawnen und hau dann die zweite Fähigkeit rein, um mit um quasi im Archon-Segen diese Viecher instant wegzunatzen und den Crit-Buff zu bekommen. Die restlichen Viecher hau ich dann mit meiner ersten Fähigkeit um, den Aszendentenstoß, und dann versuche ich ein bisschen wegzukommen vom Mob. Ich wurde hier jetzt gerade vom Frontal erwischt und desorientiert, das sollte am besten nicht passieren, aber wenn es passiert, seht ihr, ist es auch kein Weltuntergang. Dann kommen die nächsten Spinnlinge, ich springe ein bisschen weg und jetzt versuche ich ein bisschen zu kiten, denn wenn diese Spinnlinge mich erreichen, die stacken den Debuff hoch und wenn ihr ein paar Debuffs kriegt, seid ihr einfach tot, da könnt ihr nichts machen, ja. Dementsprechend müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Jetzt laufe ich einfach ein bisschen rum, kite die. Ihr habt gerade gesehen, der Boss hat nochmal sein Frontal gemacht. Da werdet ihr mal desorientiert, wenn ihr erwischt werdet. Das könnt ihr, wenn dann ausrangen oder an die Seite von ihm laufen. Jetzt haben wir wieder Spinnlinge, versuche wieder ein bisschen wegzukommen, sodass die ganzen Spinnlinge alle vor mir sind und dass ich sie wegleaven kann. Wie gesagt, wenn die mich hitten, die Spinnlinge, sieht es ganz, ganz schlecht aus. So, jetzt können wir den... Ja, da habe ich nochmal versucht, von dem Frontal wegzukommen, habe es wieder verkackt. Ihr seht, auch ich mache da tatsächlich Fehler. Und jetzt habe ich... einmal tatsächlich meinen Archon-Segen einen Ticken zu früh aktiviert, beziehungsweise die Spinnlinge nicht mehr weggehauen, aber ich konnte den Boss hier noch umhauen, bevor er quasi in den Enrage geht, und dementsprechend hat das alles soweit gepasst. Ja. Ich habe es nicht optimal gespielt, aber es geht. Ich habe aber hier auch tatsächlich alle Amulette drin gehabt, einfach um ein bisschen zu supporten, weil das schon einer der schwierigeren Kämpfe ist, würde ich behaupten. Dann kommen wir zum dritten Boss, und zwar wählen wir dann hier Aldrin und Munir aus, auch wieder auf der Demutstufe, und dann nehmen wir hier mit die Fiole des Gleichmuts. Starten wir mal rein. Am Anfang können wir einfach hier Aldrin, Milin, ich würde immer empfehlen, an ihn ranzugehen, denn die andere Tuse, die portet sich die ganze Zeit weg und es ist sehr anstrengend, an der dran zu bleiben. So ein bisschen das Ziel ist es, möglichst viel Schaden hier drauf zu kriegen. Man muss nicht allem dodgen, also ich habe hier ziemlich viel Zeug gefressen, wie ihr seht. Mein Weg zum Ziel war einfach, die Amulette reinzuhauen, möglichst das Heilamulett mit drin zu haben und dann einfach an Aldrin dran zu bleiben und zu cleaven, was das Zeug hat. Immer wenn sie nah beieinander sind, dann dementsprechend versuchen, beide zu treffen. Wenn ihr euch von ein paar Sachen treffen lasst, ist es nicht so schlimm. Die machen nicht so viel Schaden. Ich habe am Anfang versucht, allem auszuweichen und das hat dazu geführt, dass ich den Enrage-Timer nicht geschafft habe, und sobald die im Enrage sind, wird es sehr, sehr ätzend. Hier gibt es zwischendrin immer so Kugeln, da müsst ihr euch reinstellen und die sorgen, sonst gehen die in die Luft. Wenn die so in die Luft fliegen, ist auch nicht so schlimm tatsächlich. Also ich habe da nicht so viel Schaden gekriegt. Die Wirbel, wenn ihr drin steht, da kriegt ihr relativ viel, da solltet ihr auf jeden Fall rausgehen. Wenn ihr von dem Pfeilen Schaden bekommt, die Menü abschießt, könnt ihr ein paar fressen, ja, aber ihr solltet nicht jedes mitnehmen, sonst wird es dann auch eng. Ich habe hier die Fiole des Gleichmuts mitgenommen, damit kann man sich so ein bisschen heilen und dementsprechend kann man den gefailten Damage, was man jetzt hier zum Beispiel durch den Pfeilen kriegt, eigentlich wieder relativ gut negieren. Ihr seht, wir haben jetzt noch ein paar Sekunden bis zum Enrage, ich bin mit dem Leben zwar relativ weit unten, habe einiges Zeug gefressen, es geht aber easy aus und das ist tatsächlich einer der leichteren Kämpfe und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Dann kommen wir zum vierten Gegner, der schimpft sich Numinuru, und da haben wir auch die Fiole des Gleichmuts mitgenommen, und wie ihr seht, ich gehe gleich in die Mitte, cleave die Mobs hier so ein bisschen weg, und wichtig ist, wir gehen immer auf die Feen, denn wenn wir die Feen hier angreifen, bekommt dementsprechend der Boss auch den Schaden. Hier war es auch wieder so, dass ich am Anfang den Trick nicht ausgenutzt habe. Wenn ihr den mitnimmt, habt ihr natürlich am Anfang gleich den Eichhornsegen aktiv und dann geht dementsprechend wesentlich mehr. Sobald hier diese Feuerfeen kommen, flüchtige Fee, dann müsst ihr da sofort hinspringen und die weghauen, denn wenn die den Cast durchkriegen, explodieren die und ihr habt ja nicht eine Immunisierung wie Pelagos und dann kriegt ihr sehr viel Schaden. Also das solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr die sofort aufhaltet. Dann gibt es noch eine zweite Fee, die castet so ein bisschen auf den Boss. Die solltet ihr am besten auch schnell wegnehmen und die anderen Feen am besten immer so spielen,
dass ihr möglichst auf die Feen geht, die beieinander stehen. Also wenn viele aufeinander stehen, dass ihr cleaven könnt. Am besten lasst ihr dann immer noch ein paar extra spawnen, bevor ihr quasi zu einer einzelnen Fee geht. Außer ihr habt es so wie bei mir, dass da gerade nur noch eine am Leben ist. Dann natürlich den Archonsegen auf Uptime reinhauen, dass wir natürlich maximalen Schaden haben. Und am Ende, wenn der Boss nicht mehr viel Leben habt, könnt ihr auch tatsächlich den Boss DPSen oder die Feen machen, je nachdem, ob da mehrere zusammenstehen oder ob die einzeln aktiviert sind. Gut, das war es eigentlich soweit zu dem Kampf. Das ist, wie gesagt, der allerleichteste Kampf überhaupt. Also den kann man eigentlich fast nicht verkacken. Hier braucht ihr auch nicht unbedingt die Amulette. Ich hatte sie trotzdem drin, weil ich am Anfang noch dachte, oh, ich habe so viele Marken, ich kann die überall reinhauen. Ich würde euch empfehlen, hier keine Amulette reinzuhauen, denn ihr braucht sie tatsächlich hier nicht unbedingt. Dann kommen wir zum fünften Fight, und zwar zu Carvin Corinth. Hier habe ich auch wieder die Schuhe drin, also sprich die erste Fähigkeit, Fußpolster des Herolds. Und hier ist es so, dass wir den Boss einfach am Anfang starten, so ein bisschen seitlich rangehen. Ich habe hier direkt meinen Eichhornsegen gezündet, denn ich habe Energie vorgesteckt, pull ihn so ein bisschen nach außen. Und hier in der Movement-Phase müssen wir ganz rangehen und auch tatsächlich ein bisschen Glück haben, dass wir, dass die Flächen richtig kommen, dass wir nicht auf die andere Seite müssen, beziehungsweise nicht durch ihn mittig durchlaufen. Da solltet ihr nicht failen. Wenn ihr das Movement-Ding failt, dann ist es quasi schon eigentlich um euch geschehen, dann ist es quasi gerippt, weil das zieht euch so viel Schaden ab. So, jetzt geht ihr hier quasi in die Phase, da müsst ihr den Sprung aufbewahren, denn er holt sich so eine Kugel und diese Kugel, die verzehrt er und ladet da wieder Leben auf. Heißt, ihr müsst ein bisschen gucken, dass ihr euren Sprung ready habt und direkt auf die andere Seite springen könnt, um dementsprechend zu verhindern, dass der Boss diese Kugel verzehren kann. So, jetzt bin ich hier ein bisschen am Weglaufen, weil ich fast tot bin. Der haut relativ gute Melee-Hits raus. Jetzt versuche ich einfach einen Ticken wegzukommen, auch mit den Fußpolstern. Und dann mit meinem Ulti hier den Boss noch wegzubrezeln. Ich habe hier bei dem Kampf auch alle Fiolen drin, wie ihr seht. Jetzt macht er gerade wieder seine Zwischenphase. Konnte ihn noch vorher wegtöten. Und ihr seht, hier müsst ihr relativ schnell sein. Hier macht es ziemlich viel aus, wenn ihr am Anfang eure Energie pre-gestackt habt. Sonst habt ihr zu wenig Schaden, bevor er euch quasi tötet. Ihr könnt hier auch mit der Fiole das Gleichmut spielen. Ich fand es aber hier angenehmer, vom Boss weglaufen zu können, wenn ich es brauche, um dementsprechend dann einfach so ein bisschen den Schaden rauszunehmen. Kommen wir zum sechsten Boss, und zwar Splitterborg Albtraum schimpft sich der. Und hier ist es eigentlich relativ simpel. Wir melee-hitten ihn ein bisschen und versuchen immer, diese grünen Voids zu soaken und die schwarzen auf keinen Fall zu erwischen. Wenn ihr nämlich in eine schwarze reinkommt, habt ihr das Problem, dass ihr gestunt werdet und dann ist eigentlich schon RIP, weil wir den Schaden dann nicht mehr schaffen, um ihn zu töten, bevor er im Enrage kommt, und dann wird's eklig. Die grünen müsst ihr mitnehmen, denn mit den grünen stackt ihr einen Buff hoch. Ihr habt gerade gesehen, hier habe ich ein schwarzes versehentlich mitgenommen, weil beide genau ineinander waren. Das sollte nicht passieren, ja. Mit den grünen stackt ihr einen Buff hoch, dass ihr weniger Damage bekommt, ja. Und zwar immer 10%. Den könnt ihr die ganze Zeit hochstacken und ihr solltet auf jeden Fall die 10 Stacks erreicht haben, um 90% weniger Schaden zu kriegen, während er in seiner Wutphase ist. Ihr seht hier gerade diese Wutphase und da haut er eine bestimmte Anzahl, ich glaube irgendwie 8, 9, 10 Hits haut er auf jeden Fall raus und dann ist endet die Wutphase. Diese Hits muss er machen. Ihr könnt ihn so lange halten, wie ihr wollt. Er bleibt in der Wutphase, bis dementsprechend seine Hits rausgehauen sind. Und ihr wollt während dieser Wutphase euch die Stacks hochballern und schauen, dass die aufrechterhalten bleiben. Ja? Ihr könnt euch dann immer noch vielleicht einen überlassen, um dementsprechend das nochmal refreshen zu können. Die sind nämlich tatsächlich nicht so lang drauf. Also da müsst ihr das auch ein bisschen timen. Sonst ist der Kampf eigentlich relativ easy. Ihr castet noch so ein 4 um sich rum. Da solltet ihr natürlich auch nicht drinstehen. Da müsst ihr rauslaufen. Und sonst sonderlich viel mehr gibt es tatsächlich nicht. Es ist halt ultimativ wichtig, dass ihr ihn umhaut, bevor er in Enrage geht, weil den könnt ihr definitiv im Enrage nicht runterspielen. Ihr seht, ich habe gerade den 4 hier einmal verkackt und wurde weggefeiert. Das war jetzt auch nicht so optimal. Ich glaube, den habe ich tatsächlich sogar First Try gemacht. Da haben wir noch fast alles gefailt, was man failen kann. Der Enrage-Timer ist tatsächlich nicht sonderlich knackig. Wenn ihr am Anfang noch die Energie pre-stackt, dann müsst es auf jeden Fall easy ausgehen, wenn ihr dann nochmal diesen Archon-Segen aktivieren könnt. Ja, mehr ist es für den Kampf tatsächlich nicht. Dann kommen wir zum achten Kampf, und zwar Trantiok. Und hier ist es wieder so,
dass ich einen Zauber unterbrechen muss. Dementsprechend nehmen wir den tiefen Echo-Dreizack mit. Und ich habe hier, wie ihr seht, ein bisschen Energie vorgesteckt. Also ich bin bei voller Energie. Gehe hier nach rechts und hau das, diese Urne um. Und jetzt müssen wir voll auf den Boss drauf DPSen. Ne? Ich habe den Eichhornsegen aktiviert und DPS jetzt voll drauf. Denn bei dem Boss ist es so, dass er 4 Urnen hat und je nachdem, was für eine Urne ihr tötet, bekommt ihr unterschiedliche Fähigkeiten. Wichtig ist, ihr könnt diese Urnen umhauen und dann ist der Boss, glaube ich, 30 Sekunden lang angreifbar. Er hat nämlich ein Immunschild drauf und ihr müsst da ein bisschen gucken, dass ihr eine Urne umhaut, in voll DPS in den 30 Sekunden, dann die nächste Urne umhaut, in voll DPS und so weiter. Wichtig ist, ihr solltet nicht in Melee-Range gehen von dem Boss, denn wenn ihr euch meleet, hittet er extremst Schaden raus. Also da müsst ihr gucken, immer so ein bisschen auf Abstand bleiben, dass er die Range-Cast macht. Ich springe hier auf die andere Seite und habe quasi dann die zweite Urne umgehauen. Das ist dann die Urne, die ganz links ist von dem, wo man quasi den Boss startet. Und jetzt haben wir hier diese Movement-Geschichte. Da solltet ihr euch nicht erwischen lassen. Das Problem ist es auch ein bisschen lackabhängig, wo die Öffnung ist. Manchmal ist die Öffnung auf der ganz anderen Seite. Da müsst ihr den Sprung so ein bisschen benutzen. Ihr könnt nicht über das Zeug drüber springen, aber ihr könnt seitlich springen, um dementsprechend da in die Lücke reinzukommen. Das bedarf auch ein bisschen einer Übung. Dann hauen wir quasi die Urne um, die hinten von ihm ist. Und DPSen ihn weiter. Er macht wieder seine Fähigkeit. Hier so ein bisschen Movement. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Tries auch gebraucht, um das richtige Movement rauszuhaben. Beziehungsweise einfach, um auch ein bisschen Glück zu haben, dass die Öffnungen quasi auf meiner Seite sind und nicht auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist so ein bisschen schwierig. Wir haben hier ein paar Casts, die können wir eigentlich weitgehend ignorieren. Das Einzige, was halt im Moment noch wichtig ist, ist halt diese Movement-Phase. Ne? Die kommt von der linken Urne, also von der zweiten, die wir umgehauen haben. Die letzte Urne, die jetzt noch offen ist, ist eine, die einen relativ starken Zauber von ihm aktiviert. Und wenn er den castet, müssen wir den auf jeden Fall unterbrechen. Dementsprechend haben wir nämlich auch diesen Dreizack mitgenommen. Ihr seht schon, Enrage ist jetzt in 17 Sekunden. In Enrage solltet ihr ihn nicht kommen lassen. Am besten vorher killen. Und jetzt müssen wir einfach hier so ein bisschen das Movement noch überstehen. Oh, ich habe mich einmal treffen lassen. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Bin fast down gegangen. Und jetzt haben wir hier diese finale Zerstörung. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den Interrupt wirken. Und genau in der gleichen Sekunde, wo der Enrage kam, habe ich ihn umgehauen. Sonst wären wir tatsächlich auch gerippt. Ja, das war es soweit zu dem Kampf. Ich würde euch empfehlen, die Reihenfolge so zu wählen, wie ich die gewählt habe. Wie gesagt, erst die rechte, dann die linke. Mit der linken kriegen wir dann dieses Movement-Ding, dann die ganz hinten und dann die vordere, wo wir dementsprechend den Cast interrupten müssen. Zum achten Kampf, zum manischen Mortimer. Und auch hier haben wir wieder unsere Fiole dabei. Und zwar Fiole des Gleichmuts habe ich hier aktiviert. Und wir haben auch die Energie ein bisschen pre-gestackt. Ihr seht, ich bin so auf 50. Das reicht tatsächlich, denn wir ziehen nicht sofort unsere Special Ability, sondern hauen erstmal hier den ersten Schleim ein bisschen runter. Das ist tatsächlich mit Claire meiner Meinung nach der schwierigste Kampf. Wir haben als erstes diesen roten Blub. Der castet einfach relativ langsam auf uns diese Feuercasts. Die sind tatsächlich positiv für uns. Die machen zwar ein bisschen Schaden, aber sie geben uns einen Debuff. Und der Debuff, wenn der auf 10 stackt, bewirkt, dass wir um uns rum ein bisschen Damage cleaven und das ist sehr stark für uns. So, jetzt haben wir hier ein paar Adds. Jetzt mache ich den Archon-Segen an und töte die Adds instant. Das castet auch der rote Typ. Ne? Da kriege ich nämlich einen Crit-Buff und wenn ich die alle umhaue, dann kriege ich 4-mal den Crit-Buff und mache einen Haufen Schaden. Ich habe mich jetzt bewusst hier an diese Säule reingestellt, denn bei 75% quasi Leben, was wir dem Boss runtergehauen haben, spawnt der zweite Gegner. Und wenn ich den gegen die Säule chargen lasse, also der Grüne, der chargt einfach nur immer die ganze Zeit in die Richtung, wo wir standen, wo er seinen Cast anfängt, kann ich quasi beide zusammenkriegen und kann die cleaven. Und ganz wichtig ist, dass ich einfach diese Mobs immer versuche, möglichst zusammen zu haben, dass ich sie cleaven kann. Heißt, ich versuche, relativ nah am Pillar zu stehen und den grünen Typen immer in den Pillar rein chargen zu lassen, sodass die alle zusammenstehen und dass ich sie cleaven kann. Der blaue Mob kommt dann ein paar Prozent später und der läuft einfach nur ganz langsam uns nach. Wenn er uns erreicht, hittet er uns relativ hart, also da solltet ihr euch nicht cleaven lassen, sondern solltet halt gucken, dass ihr den einfach nur kiten könnt, ja. Und den roten, da müsst ihr so ein bisschen gucken, dass ihr immer mal wieder LOS, dass er halt mitkommt, weil das halt ein Caster ist. Ihr seht schon, wir haben hier auch noch verschiedene Fähigkeiten, unter anderem haben wir grüne und, ja, hier diese weißen Void-Flächen. Bei den grünen ist es so,
dass ihr einen Debuff kriegt und bei 10 Stacks werdet ihr kurz desorientiert, auch von Angriffen, beziehungsweise das stackt auch die ganze Zeit hoch, wenn ihr einfach hier im Kampf seid. Dementsprechend, wenn das bei 9 Stacks ist, dieser grüne Debuff, müsst ihr am besten einmal in die Eisfläche gehen und dann, wenn es das nächste Mal hochstackt und euch zu 10 würde, verschwindet der Debuff. Ne? Das ist so ein bisschen der Vorteil dadurch. Also man kann den grünen Debuff durch die Eisflächen quasi negieren. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Muss man nicht unbedingt machen, macht aber manchmal Sinn. Ihr seht, ich bin jetzt mittlerweile hier schon im Enrage und jetzt ist es einfach so, dass ich einfach die ganze Zeit kiten muss. Ich darf mich jetzt von nichts mehr treffen lassen, denn die machen jetzt ein paar hundert Prozent mehr Schaden. Wenn irgendein Zauber durchgehen würde, wäre ich instant down. Ne? Heißt, ich muss auch gucken, wenn der rote Mobs die Ads beschwört, dass ich die instant wegnehme. Und ich spiele jetzt hier lieber auf Nummer sicher. Lieber hüpft ihr 10 Minuten lang im Kreis rum und lasst euch von nichts treffen, als dass ihr euch einmal hidden lasst, dann seid ihr nämlich tot im Enrage. Im Optimalfall tötet ihr die Mobs, bevor ihr in Enrage kommt. Dann ist es ein bisschen einfacher. Das Gute ist, sowohl der grüne Mob als auch der blaue hitten euch nicht, wenn ihr immer die richtig am Kiten seid. Ne? Also den grünen Mob, der hittet eigentlich gar nicht. Und der blaue, der ist so geslowed, dass er selbst im Enrage, wo er ja eigentlich schneller ist, nicht euch hinterherkommt. Also die könnt ihr gut kiten. Ihr müsst eigentlich nur von den Ads aufpassen, die der rote Mob spawnt, beziehungsweise von den Casts vom roten Mob, dass ihr euch da nicht treffen lassen. Ihr seht, ich bin einfach immer weiter am Kiten. Die Mobs haben noch 2%. Also nicht sonderlich viel. Kleiner Tipp am Rande, es gibt auch Taktiken, da kann man die Mobs verbacken, indem man den roten Mob in der Nähe von der Säule tankt und die Ads in der Säule spawnen lässt. Da gibt es Möglichkeiten. Ist mit Clayer meiner Meinung nach nicht notwendig. Ihr seht, es geht auch so mit ein bisschen Gekite am Ende. Kann man aber machen. Bei Pelygos habe ich da unter anderem ein bisschen rumexperimentiert. Ja, das war es soweit für den Kampf. Dann kommen wir zum 9. Fight und zwar Athanos. Hier könnt ihr auch wieder die Fiole des Gleichmuts mitnehmen, um euch ein bisschen zu heilen. Ich habe tatsächlich hier bei meinem Try vergessen, irgendeine Fähigkeit mitzunehmen und ich habe auch keine Amulette drin, denn der Fight ist hier relativ einfach. Im Endeffekt ist es nur Movement. Ne? Der Boss hat ein paar Fähigkeiten, wo ihr so ein bisschen ausweichen müsst. Unter anderem müsst ihr immer ein bisschen schauen, wenn er seinen Schwung macht, vor ihm weggehen. Der Schwung kickt euch nämlich zurück. Und er kickt euch weit zurück und er kickt euch tatsächlich von der Plattform, wenn ihr direkt vor ihm steht. Dann haben wir die zweite Fähigkeit, das ist sein Unchargen. Das nimmt euch auch mit und kickt euch auch von der Plattform, solltet ihr euch auch nicht treffen lassen. Und das letzte habt ihr gerade gesehen, das war dieses Stampfen. Da solltet ihr einfach rausgehen, sonst werdet ihr hochgeschleudert, kriegt ein bisschen Schaden und da solltet ihr auch nicht erwischt werden. Das ist aber die am wenigsten Schlimme, ne? Sowohl vom Schwung als auch von dem Charge. Wenn ihr euch da treffen lasst und es blöd läuft, fliegt ihr von der Plattform und seid einfach in dem Gelände. Dann haben wir hier die Geschichte mit dem Schild. Da müsst ihr einfach hinter dem Mob laufen und möglichst drauf DPSen. Hier habe ich auch meinen Eichhornsegen gezündet, denn da habt ihr die Möglichkeit, voll durchzuziehen, ohne dass ihr irgendwie vom Boss weglaufen müsst, dann kriegt ihr den meisten Schaden tatsächlich drauf. Die einzige Schwierigkeit ist, maximalen Damage auf den Boss zu kriegen, bevor er in den Enrage geht, denn wenn der Typ im Enrage ist, dann macht er euch ziemlich schnell lang. Also der hittet relativ gut rein und dementsprechend müsst ihr da ein bisschen gucken. Ja? Sonst ist es eigentlich ein sehr, sehr einfacher Kampf. Wenn ihr dem ganzen Movement-Zeug ausweicht, was ja wirklich nicht viel sind, was hier drei Fähigkeiten sind, dann habt ihr den Kampf eigentlich schon in der Tasche. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, kurz bevor er in Enrage geht oder mit dem Enrage, wirkt er nochmal sein Schild und ihr könnt quasi dann im Enrage ein bisschen weiterspielen, ohne Schaden zu kriegen. Vielleicht das ein bisschen einplanen, vielleicht den Sprung da am Ende aufbewahren, dass ihr da noch die Möglichkeit habt, die 1-2 Sekunden, die dazwischen liegen, je nachdem wie die Timer sind, euch quasi noch zu haben. Ihr seht, hier würde der Enrage beginnen. Ihr hättet jetzt nochmal sein Schild gemacht. Bei mir hat der Schaden tatsächlich gereicht. Wenn er bei euch nicht reicht, vielleicht nochmal wegspringen, das Schild abwarten und dann dementsprechend den Boss finishen. Ja, mehr ist es tatsächlich nicht und ich würde sagen, wir gucken uns den nächsten Kampf an. Dann kommen wir zum 10. Fight und zwar den Kampf gegen Azorux. Und auch hier habe ich die Fiole des Gleichmuts mitgenommen und ihr seht, ich habe auch wieder Energie pre-gestackt. Wir fangen an, ziehen direkt den Eichhornsegen und DPSen hier voll drauf. Ihr seht, er hat einen Frontal Hit, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn er den castet, einfach seitlich gehen und weiter zu DPSen. Dann haben wir hier noch so eine Void, die er spawnt, so eine Kugel und die macht relativ viel Schaden, wenn er da reinkommt, aber die kann auch diese Ads, die er spawnt, wegkillen. Also ihr könnt die Ads da durchziehen und damit die Ads töten. Ist ein bisschen tricky, weil wenn man dementsprechend
da selber reinläuft, kann es halt sein, dass man ziemlich schnell weggenatzt wird. Deswegen würde ich das hier mit Clayer nicht empfehlen, sondern am besten es so zu spielen, dass man die Ads mit seinem Melee-Hit nach vorne weghaut, beziehungsweise wenn man den Archon-Segen ready hat, dass man mit dem Archon-Segen und der zweiten Fähigkeit quasi die Ads tötet und dann noch so ein bisschen seinen Crit-Buff nach oben haut. Hier seht ihr, hat er wieder die Ads gespawnt. Hier habe ich den Archon-Segen gezündet, die Ads getötet und dementsprechend meinen Crit-Buff hochgebastelt. Jetzt können wir nämlich ordentlich auf den Boss durchziehen. Die fünfte Fähigkeit habe ich hier auch schon aktiviert, also sprich meine Heilung, die am besten, wenn ihr so 20% Leben verloren habt, gleich schon mal einsetzen, dass ihr euch das mehrmals im Kampf ziehen könnt und dementsprechend immer mal wieder eine Heilung habt. Denn hier mit den Ads und mit den Hits vom Boss kriegt ihr schon relativ viel Schaden und ja, bis zum Enrage weiß ich nicht, ob ihr überlebt, ohne dass ihr quasi eine Heilung zusätzlich einsetzen könnt. Bei den Ads sollte man immer ein bisschen gucken. Ich habe es jetzt hier mit Backpedaling gemacht. Man kann auch theoretisch den Sprung nach außen machen und dann dementsprechend alle Ads gestackt haben, weil die spawnen halt da, wo ihr steht, ne? Und man sollte gucken, dass man die komplett zusammenbekommt und dann hier frontalmäßig wegcleaven kann. Zu weit wegspringen würde ich aber auch nicht empfehlen, denn ihr müsst auch ein bisschen DPS auf den Boss bringen, da ihr den ja umhauen wollt, bevor der Enrage-Timer durch ist, beziehungsweise bevor er euch weggehauen habt, denn er haut doch schon relativ gut zu. Ihr seht, mehr ist es tatsächlich hier nicht. Bei mir geht er jetzt dann gleich down. Ein paar Prozent hat er noch. Und wirklich schwierig ist es tatsächlich mit Clayer nicht. Ihr müsst halt bloß ein bisschen hinmoven und das Ad-Management halbwegs draufhauen. Das ist hier mit anderen Mobs wie zum Beispiel Mechanicus wesentlich schwieriger. Ja, damit sind wir tatsächlich mit allen Kämpfen von Clayer durch. Clayer ist so die mittlere Schwierigkeitsstufe, würde ich mal behaupten. Pelagos am einfachsten, Clayer so mittel. Und Mechanicus, was wir uns im nächsten Video angucken werden, ist mit Abstand am schwierigsten. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich verabschiede mich für dieses kleine Video. Sollte euch das Ganze weitergeholfen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.